Jetzt müsste ich das. Das ging doch. Es ging doch. Herr Schmeck! Herr Schmeck! Bis ich zuletzt Gehilfe kam bei einem Hexenmeister war. In meinem schwarzen Zauberkreis zitiere ich Geister dutzendweis, bin passionierter Feuerfresser. Inzwischen tausend schlug ich im Messer. Ich balanciere wie Japanesen und schon sehe nicht da gewesen. In Kartenkünste bin ich groß, im Pulverschlag grandios. Bin ein Zauberer von Bedeutung und alles ohne Vorbereitung. Ja, ja, das alles mir, das kann ich und mir. Wenn was kann ungefähr, ist nicht schwer, ist nicht schwer. Zumachen, ist zu Ende. Das ist jetzt. So, also, meine Damen und Herren, das ist unser heutiger. Hast du Schwierigkeiten? Nö, ich mach doch. Ich verkauf, ja, verkauf. Ist das. Was ist das? Verkauf. Verkauf. Ja, wie ich schon sagte, begrüßen wir heute einen Zauberer, einen Täuschungskünstler, einen hervorragenden Mann, der viele Bücher geschrieben hat. Geboren bist du, Jochen Schmeck, am 28. Lass mich doch das mal. Ich habe das extra gemerkt. Ich bin ja am 28. Mai 1929. Jawohl. So ist es. Du warst früher Lehrer. Ja. Hast Chemie gelehrt. Ja. Und bist jetzt Zaubermeister, verheiratet. Ja, sehr lange, sehr glücklich, immer mit derselben Frau. Nun, das kann man dir nicht vorwerfen. Und im Gegenteil. Dich dazu beglückwünschen. Deine liebe Frau ist nämlich hier. Zwei Kinder habt ihr, zwei Söhne. Und deine liebe Frau ist hier. Sie ist ja nicht deine Frau, sondern allein, sie assistiert. Da ist sie, Frau Schmeck. Ich herzlich willkommen. Guten Tag. Guten Abend, ja. Ja, Frau Schmeck, Sie werden nachher die Freundlichkeit haben zu assistieren. Darf ich irgendwie? Danke, geht schon. Geht ja, schon. Zu assistieren. Und ihr Mann immer, das ist ja schön. Sie hat ja glücklich, was? Die Frau ist immer dabei. Ja. Schön, das. Wo wir hinreisen, sie ist immer dabei. Sehr schön. Ja, gern, bitteschön. Ja, Sie wollen sich also jetzt vorbereiten. Und ich glaube, wir haben das immer so gemacht. Auch in diesem Treffen sollte sie anders sein. Wir erleben jetzt Magie, Zauberei, Täuschungskunst. Jochen Schmeck, bitteschön. Dankeschön. So. Eine leere Schachtel, ohne Deckel, ohne Boden, vorn sogar durchsichtig, damit Sie sich überzeugen können, da ist noch eine, auch kein Deckel, auch bei keinem Boden. Und dazu, meine Damen, meine Herren, ein Glas Milch. Und ich weiß, Sie werden fragen, Milch in der Kiste. Ja, normalerweise stellt man aus Milch Butter und Käse her, aber ich mache daraus heute Textilien. Einmal, zweimal. Hinten auch. Lala. Galli, 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 galli. Verbeugung, dort sitzen nette Leute. Danke, da drüben auch. Und stehen! Thank you.
das hat was mit der Milch zu tun. Na ja. Warum den ganzen Abend bloß immer Milch im Glas? Gießen wir um? Genug, genug. Mein kleiner Liebling, Hänschen heißt er. Und so sieht er Natura aus. Das ist mein kleiner Spukgeist. Bleib drin. Moment noch. So. Könnte klappen. Gut, ist gut. Aufhören. Aufhören! Das ist eine Arbeit hier oben. Das ist eine Arbeit. Hey, ja. Da rein. Quadratisch. Oh, jetzt ist leer. Na, ist nicht so schlimm. Wir haben noch einen Schluck Milch. Ja. Oh. Entschuldigung, bitte. Unangenehm. Eins, zwei, jetzt!